Jo, Freunde, Fortnite, neue Season. Lange nicht am Start gewesen, aber es geht wieder los. Fortnite-Hype. Wir sind hier leider in der Warteschlange für 30 Minuten. In dieser Zeit schauen wir uns diesen neuen Trailer an. Chapter 3, Season 2. Ich bin gespannt, was hier Neues passiert. Ich habe schon gesehen, man würde nicht mehr bauen können. Mal schauen, ob sich das Ganze bestätigt. Auf jeden Fall ein krasser Bohrer. Ein paar Panzer. Oh, Digga, hoffentlich kann man die nicht fahren. Ein upgraded Battle Bus. Boah, das sieht ja richtig heavy aus, was hier abgeht. Oh, aber ich hoffe nur, nicht keine Panzer zu fahren und nicht zu viele Bots. Weil das Ganze sieht mir danach wieder aus. Aber wir lassen uns einfach mal darauf ein. Oh, wer ist denn das? Oh shit. Seilrutschen, Seilbahnen. Ziplines. Geil. Die kennen wir ja schon. Nein. Ja, Mann, es bestätigt sich. Real Talk. Die hat gerade einfach einen Schalter gedrückt. Und alles, was gebaut war, ist verschwunden. War das gerade Iron Man? Boah, Digga, einfach Krieg bricht aus. So, wir schauen uns noch den Battle Pass an. Leider bin ich noch in der Warteschlange. Immer noch. Wir schauen uns das Ganze hier über YouTube an. Wie auf Wish bestellt. So, Freunde, in dem Moment könnt ihr auf jeden Fall mir ein bisschen Support da lassen. Ich würde euer Herz küssen, wenn ihr mich abonniert und liked. Auf ehrenvoll. Der erste Skin ist nicht so mein Fall. Wir skippen mal ein bisschen. Rückenaccessoire. Ja, Seite 1 ist jetzt nicht so nice. Bis auf die Spitzhacke. Ein Emote. Blade Break. Ja, nice. Gibt es dazu auch die Spitzhacke oder war das hier auf der Seite 1? Ich glaube, es war die auf der Seite 1. Ufen. Baba Kleiter, Mann, auf dem man stehen kann. Schau ich mir nochmal an. Geil, Mann. Richtig geil. Rückenaccessoire. Den Gunner Skin. Den haben wir ja auch im Trailer gesehen. Die Kettensägen hatten dazu. Nice. Wobei ich sagen muss, die Zweihänder feiere ich nicht so. Nochmal die Zuki in 2.0, okay. Kettensägen-Emote. Haha, nice, man. Emotes geht immer fit. Okay, nochmal Kettensägen als Contrail. Ladebild. Musik. Dann haben wir den Gunner. Und nochmal Gunner mit Helm. Goldenem Helm. Sehr nice. Okay. Also ich muss sagen, die Seite sieht jetzt auch nicht so vielversprechend aus. Ja, V-Bucks haben wir wie immer am Start. Der Skin ist jetzt auch nicht mein Fall unbedingt. Dann haben wir nochmal den Gunner mit einem anderen Outfit. Ja. Jetzt nichts Krasses, was mich umhaut. Okay, der Skin ist nice. Ja. Kann man machen. Auch ganz okay. Ja, Baseballschläger mit Nägeln dran. In die Mode. Was haben wir denn hier? Wieder Zuki. Also bei den Skins haben sie sich nicht so die Mühe gegeben, habe ich das Gefühl. Ach, den Emotes würden wir jetzt gerne anschauen. Lippenstift. Okay. Dann haben wir hier nochmal so einen The Imaginated Combat Elite. Okay, das ist aber auch nur ein Style. So, nochmal Waffenskin. Nochmal so einen Skin Epic. Okay. Und da haben wir so einen Roboter Cyborg Skin. The Origin. Ist auch ein Outfit. Okay. Cube. Spitzhacke, ja. Ein Emoticon, nochmal ein Stil. Oh ja, die animierten, diese Zeichentrick-Comic-Style, die fühle ich auf jeden Fall. Die sind cool. Dann haben wir nochmal zweihändige Spitzhacke von der Comic-Braut. Und ein Kleiter. Oh, Sturf, was ist denn das? Das ist ja mal was Geiles, Mann.
So, dann nochmal Emote, auch von der animierten. Fühle ich. Ja. Dann hier nochmal ein Stil. Ein Emote. Wow. Oh, nice. Nein! Krass, Mann. Okay, wild. Wild, wild. Krass. Das ist doch Dr. Strange, oder? Seine Spitzhacke, seine Hacke, seine Machete quasi. Und dann haben wir den Skin selbst noch. Ah, jetzt hat er hier diese Werbung hier eingeblendet, Bro. Nicht so nice. Nochmal ein Kleiter, auch nochmal im Ring. Und der Skin selbst. Freunde, wir sehen uns. Guckt euch auch das Gameplay-Video an, das folgt anschließend. Wir sehen uns, Freunde. Ciao, ciao.